herausfinden. Fregatten und größere Schiffe sind hier. So. Ich habe keine Chance gegen den. Die scheiß Bastruinen sollen ausgesetzt werden. Ja, Sir. Beginne Angriff. Angriff. Sprech mit mir. Verstehe. Oh, oh. Zu dieser Position. Weg mit dir. Ja, wir sind hier. Was gibt es? Feuer! Zeit ist Geld. Das verliere ich. Mann, wie soll man das mit dem her schaffen? Wie soll man das denn schaffen? Ich brauche ein größeres Heer. Leute, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns, wenn die Mission wieder angefangen hat, ja? Konsortium erwartet, dass ihr heute euer Bestes gebt. Ne? Wenn jeder wir treten gegen die Clanführer von über ihre Heimat verteidigen wollen. Ihre stolze Kriegertradition lässt nur einen Kampf auf Leben und Tod zu. Schickt die Koordinaten rüber. Das wird schwer. Ich muss mich um mein Geschäft kümmern. Ich speichere lieber nochmal. Ich habe jetzt gerade noch ein paar, zwei Welten eingenommen und ein bisschen Kohle gescheffelt. Die man da sieht. Leider Gottes kann man seine ne? Und überhaupt. Du bist die drei. Der gehört über den Haufen geschossen. Genau. Ich werde angegriffen. Das wird verdammt eng hier. Ich frag mich, warum das eben nicht geklappt hat. Feuer eröffnen. Wo ist das Ziel? Ich bin getroffen. Nach der Schlacht muss ich allerdings mal einen Schnitt machen, weil ich muss wieder auf Toilette. Das ist echt schlimm. So. Ihr macht das da an der Seite. Zeit zum Abmarsch? Was? Sie werden es nicht überleben. Wie wäre es mit etwas Action? So. Die sind so gut wie erledigt. Welche niederen Lebewesen soll ich entsorgen? Die Waffen sind scharf. Angriff auf dieses Ziel. Wer stellt sich mir in den Weg? Wenn das nötig ist. So, die Jäger, die sind schwer anzugreifen für ihn. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Immer schön Druck machen, Jungs. Für euch wird so. Geben. Was soll diese ganze Unwisserei? Das sieht doch schön aus. Das Schiff sieht cool aus. Mandalorianer. Kleiner Tipp, Boba Fett ist einer. Die haben immer diese Kluften an. Und das schon seit Jahrtausenden.
wer mal KOTOR gespielt hat, ne? Der kennt das. Da gibt es den Anführer der Mandalorianer, Mandalore. Den gibt es immer und den wird es auch immer geben. Aber dieses Design wurde dann wirklich erst bekannt durch die Klonkrieger, später dann stilistisch adaptiert von den Sturmtruppen. Ich habe den Clanführer von Mandalore besiegt. Die weiteren Überfälle werden sie endgültig in die Knie zwingen. So, ich mache jetzt einen kleinen Schnitt, das werdet ihr kaum merken, bis gleich. Jabba muss ein halbes Verbrecherimperium für dieses uralte Rätsel hergegeben haben. Ich wette, er wollte es dem Imperium verkaufen und dadurch seinen Reichtum verdoppeln. Selbst beim doppelten Preis hätte das Imperium viel zu wenig bezahlt. Ihr habt also herausgefunden, was es ist. Ich habe ein paar Informationen. Das Artefakt stammt noch aus der Zeit der Sith-Kriege. Es ist also rund 4000 Jahre alt. Ein so gut und so lange verstecktes Artefakt muss ein sehr wichtiges Geheimnis hüten. Wisst ihr, woher es stammt? Dem Design nach handelt es sich wahrscheinlich um ein Sith-Artefakt. Ich glaube, es könnte eine Art Datenspeicher sein. Aber es scheint auch noch einen anderen, unbekannten Zweck zu haben. Faszinierend, Uri. Wenn wir seine Geheimnisse entschlüsseln, könnten wir auf etwas wirklich Nützliches stoßen. Ich will, dass ihr weiter nachforscht, aber nicht auf Kosten unseres Wiederaufbaus. Ich will, dass Jabba, das Imperium und alle wissen, dass das Zen-Konsortium wieder da ist. Kreuzer hier. Schön für dich. Als ich im Gefängnis saß, erzählte mir ein Zellengenosse, der Imperator habe eine riesige Sammlung von Reichtümern, die er in geheimen Tresoren in der ganzen Galaxie versteckt. Ich konnte ihn überreden, mir etwas mehr mitzuteilen. Das könnte nur ein früherer Offizier des Imperiums wirklich wissen. Hat er erwähnt, wo diese Tresore sind? Das habe ich leider nie herausgefunden. Vielleicht war ich bei der Befragung etwas übereifrig. Aber auch wenn er die Position dieser Tresore nicht kannte, bin ich überzeugt, dass an dieser Geschichte mehr dran ist als nur ein Gerücht. Und jetzt haben wir, dank der Rebellenallianz, die perfekte Gelegenheit, das zu überprüfen. Dank der Rebellen? Truppen der Allianz haben den imperialen Todesstern vernichtet, über Yavin 4. Die meisten imperialen Kampfstationen haben Datenkapseln an Bord, die im Notfall abgeworfen werden. Vielleicht hat bei der Zerstörung des Todessterns jemand dieses Protokoll bedacht. Und wenn die Rebellen noch in der Nähe sind? Die Rebellen werden sogar ganz sicher da sein. Sie haben einen Stützpunkt auf Yavin 4 und keinen Ort, wohin sie ausweichen könnten. Das Imperium wird schon bald eine Flotte schicken, um Vergeltung zu üben. Wir müssen schnell sein, um die Datenkapseln zu finden. Es liegen noch ein paar Planeten zwischen uns und Yavin, die nicht vom Konsortium kontrolliert werden. Was soll mit denen geschehen? Korrumpiert sie, erobert sie, seid kreativ, Uri. Denkt nur daran, dass es unser Ziel ist, nach Yavin zu kommen. Einsatzlogbuch aktualisiert. Bestätige eure Übertragung. Abgeschlossen. Was hat er denn da? Kedalb-Schiffe sind das, glaube ich, ja. Riesige Schlachtschiffe, zwei Stück. Meint ihr, was meint ihr, kann ich den knacken? Ich werde es mal versuchen. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Im schlimmsten Fall verliere ich einen Teil. Mandalore ist ein gefährlicher Dschungelplanet im Outer Rim und die Heimat legendärer Clans von maskierten geschickten Kriegern unter Geführung des Kriegsfürsten Mandalore. Die Krieger der Clans waren tödliche, aber ehrenhafte Kreuzritter, die auf halbintelligenten Basilisken Kriegsdruiden ritten, modernste Waffen benutzten und zu den besten Kämpfern der Galaxis zählten. Maske und Titel des Kriegsfürsten Mandalore waren nicht an eine Person gebunden, sondern wurden beim Tod des Anführers an den würdigsten Krieger weitergegeben. Inzwischen sind die Mandalorianer über die ganze Galaxis verstreut, ihre Anzahl ist unbekannt, ihre Elitekämpfer sind so gut wie verschwunden und es sind nur noch wenige bekannt, die noch die altehrwürdigen Militärtraditionen der mandalorianischen Clans pflegen. Boba Fett.
Okay, es ist deine Raumstation. Ich würde sagen, durch diesen Spielfehler, weil es meiner war, bin ich dahin geflogen. Aber ich würde sagen, die verziehen sich ganz schnell. Gegnerische Einheiten gesichtet. Rückzug läuft. Und tschüss. Ich wollte nur mal gucken. Übrigens, dieses Schiffsdesign, das kommt in Shadows of the Empire vor. Kleiner Tipp. Dementsprechend sind die ganzen Ideen alle nicht neu. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. So. Aufbau beginnt. Meine Schlachtschiffe habe ich immer noch. Meine kleinen Fregatten. So. Yuri, wo bist du? Hallo, Yuri. Wo ist Yuri? Dich haben wir ganz klar da, aber wo ist Yuri? Strange. Unterwegs. Konstruktion abgeschlossen. Ja, dann muss er es so versuchen. Die imperiale Forschungseinrichtung auf Kamino. Invasion beginnt. Ah, er hat gut was weggerissen. Wird gebaut. So, dann schicken wir doch mal meine Flotte hin. Bitte Bewegungsbefehl wiederholen. Einheit wird hergestellt. Kamino hat einen extrem guten Vorteil, der ja auch historisch irgendwo bedingt ist. Nämlich, ihr erinnert euch doch noch an die Klonkrieger. Die bin ich befähigt zu produzieren. Beziehungsweise meine Einheiten zum Nulltarif, weil sie ja einfach geklont werden können. Dementsprechend muss ich Kamino gut absichern. So. Sind die Truppen da? Dafür kostet die Produktionszeit aber wesentlich mehr, weil sie nicht angeworben und ausgebildet werden, sondern aufgezogen und geklont. Verloren? Was? Gleich nochmal. Wollte schon sagen. So. Jetzt brauche ich erstmal Cash. Cash of a Tash. Kamino bringt mir sogar 75 Credits noch ein. Aber das ist ja eigentlich unwichtig. Gebäude wird so errichtet. Die Schiffe bleiben da, auch wenn das strange klingt, aber die Kaminoaner rebellieren gerne. Und der wird auf einmal neutral, dann der Planet. So. Konstruktion abgeschlossen. Seltsam, dass der Verderber kostet. Naja, ist auch eine gedrillte Einheit. Schwächerer Held. Konstruktion abgeschlossen. Lalala, Nullpreis. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Sehr gut. Einheit wird produziert. Bereit zum Angriff. Rekrutiere Soldaten. So, kostet ja nichts. Konstruktion abgeschlossen. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Skipray meldet sich wie befohlen. So. Fahrzeug wird produziert. Einheit wird hergestellt. Bereit zum Angriff. Rekrutierung läuft. Interceptor 4 meldet sich wie befohlen. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Tartankreuzer hier. Soldaten werden angeworben. Guck mal, was das sonst kostet. Normale Einheiten kosten 40 beim Imperium. Hier kosten die 450. Kosten ein Credit. So. Ich glaube, ich mache aber jetzt einen Schnitt, bis ich die nächste Schlacht wieder selber spiele, weil das ist einfach langwierig. Ich wollte euch nur mal ein bisschen das Spiel vor Oberfläche zeigen. Deswegen meinte ich auch, das wird ein bisschen anders am Anfang. Aber nichtsdestotrotz, bis gleich.